Hallo, ich bin's der Jens von Optionsstrategien TV und heute zeige ich euch mal, welche Börsenzeitschriften ich lese. Also, wenn man rausgeht in so einen Börsenkiosk, in eine Bahnhofsbuchhandlung, da gibt es ja Unmengen an Börsenzeitschriften. Das ist nicht mehr ganz so viel, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren war, aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge und jetzt ist ja immer die Frage, welche Zeitschriften liest man denn? Und da muss man natürlich erstmal unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite die Börsenzeitschriften, die relativ zeitnah über irgendwelche Entwicklungen an der Börse berichten. Also beispielsweise natürlich so Dinge wie auch das Handelsblatt oder die Börsenzeitung, die FAZ mit ihrem Wirtschaftsteil. Dann gibt es auch natürlich auch so Zeitschriften wie die Börse Online, den Aktionär, die also Woche für Woche erscheinen und immer wieder auf das aktuelle Börsengeschehen eingehen, die Aktienempfehlungen machen, Fondsempfehlungen, Derivateempfehlungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Börsenzeitschriften, die sich eher mit dem Thema Trading beschäftigen, aber jetzt in der Regel keinen aktuellen Bezug zum Markt haben. Und das sind also beispielsweise in Deutschland ist es das Traders Magazin. Und das Traders beispielsweise, das kannst du auch lesen, wenn es ein halbes Jahr alt ist. Warum? Es steht sowieso nichts Aktuelles drin. Also das ist jetzt nichts negativ gemeint, aber da steht eben nicht drin, was weiß ich, nächste Woche erwarten wir, dass der DAX auf 20.000 geht oder irgend sowas, sondern es stehen eben Setup-Beschreibungen drin. So, was lese ich nun jetzt? Ich bin jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren an der Börse und ich habe im Grunde mal alles, was es gab an Börsenzeitschriften gelesen. Also ich habe Börse Online gelesen, ich habe Aktionär gelesen, Euro am Sonntag, Traders und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, mittlerweile lese ich von diesen ganzen Zeitschriften so gut wie gar nichts mehr. Hin und wieder lese ich noch die Traders, also die blätter ich so durch und wenn es halt Dinge gibt, die mit Optionen zu tun haben oder wenn es von Autoren ist, die ich persönlich kenne, wo ich sage, ah, das ist jemand, der hat immer mal wieder gute Gedanken, dann lese ich mir das durch, aber das ist jetzt nicht zwanghaft, dass ich dies tue. Diese ganzen anderen Zeitschriften, Börse Online, Aktionär, Euro am Sonntag und so weiter, die lese ich überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was ich mir da wirklich anschaue, sind die Titelblätter. Das heißt also, ich gucke jede Woche nach, was ist denn bei denen auf dem Titelbild, weil das immer ein ganz guter Hinweis für Sentiment ist. Um einfach so ein bisschen zu erkennen, werden die jetzt sehr, sehr euphorisch. Also wenn jetzt da steht DAX 20.000, 50.000 oder jetzt geht die große Aktienhosse los oder wenn ein Bulle vorn drauf ist oder ein Dollar im Siegergewand. Also das sind also Dinge, die man aus dem Sentiment sehr, sehr gut ablesen kann. Genauso wenn es umgekehrt wird, wenn es sehr negativ ist, müsst ihr mal darauf achten, wenn zum Beispiel solche Titelblätter sehr, sehr schwarz sind. Also wenn in so eine Zeitschrift rauskommt und die hat ein schwarzes Titelblatt, das ist meist in der Nähe irgendwelcher Tiefpunkte. So, könnt ihr übrigens überprüfen, auch geht mal einfach auf die Webseiten dieser Zeitschriften, da könnt ihr in die Archive schauen, euch die Titelblätter anschauen und ihr werdet feststellen, dass es sehr, sehr, sehr häufig ist, dass solche Extremtitelblätter, also entweder Hurra, Hurra oder wir sind alle zu Tode betrübt, dass die in der Nähe von Wendepunkten erscheinen. So, und ehrlich gesagt, das Einzige, ich habe genau noch 3 Zeitschriften abonniert und die haben am Rande etwas mit Börse zu tun. Und zwar Nummer 1, ich lese hier, das Kapital, die finde ich nicht ganz schlecht, das ist so, die kann man nebenbei lesen, kommt auch glücklicherweise nur einmal im Monat und da sind immer mal ganz interessante Geschichten drin, das finde ich eigentlich ganz interessant, da lese ich auch nicht alles, aber man kriegt so ein bisschen im Blick auch auf Dinge, die in der Wirtschaft passieren. Das zweite kommt jede Woche, ich schaffe es manchmal gar nicht, die jede Woche zu lesen, hier die Wirtschaftswoche, die ja, ich bekomme sie halt am Montagvormittag oder am Samstag kommt die, glaube ich, und am Montagvormittag im Büro schaue sie mir dann an. Ich blätter sie durch. Die Artikel, die interessant sind, lese ich, den Rest lese ich nicht. Auch hier immer mal was ganz Interessantes dabei. Was ich dabei nie lese, ist im hinteren Teil der Börsenteil, weil ich habe halt meine eigenen Systeme, ich habe meine eigenen Strategien. Ich möchte gar nicht wissen, was andere über die Marktentwicklung denken, weil mich das nur von meinen eigenen Strategien ablenken würde. So, und das Letzte, und das ist, glaube ich, die Zeitschrift, die ich am intensivsten lese, das ist diese hier, ja, die Beef. Aber das ist eben keine Börsenzeitschrift, sondern da geht es eher ums Thema Fleisch. Okay, das sind also so die Themen, die oder die Zeitschriften, die ich mir anschaue.
Und jetzt muss jeder von euch entscheiden, was will er sich denn in Zukunft anschauen. Bloß weil ich jetzt keine Börsenzeitschriften mehr lese, heißt das nicht, dass ihr sie nicht auch lesen müsst. Je nachdem, wo ihr gerade seid, also wenn ihr relativ am Anfang seid, lohnt es sich natürlich, solche Zeitschriften auch immer mal wieder zu lesen, um einfach neue Ideen zu bekommen. Ich muss kurz mal Hallo sagen. Also um neue Ideen zu bekommen, um vielleicht auch mal andere Blickpunkte zu bekommen, wenn ihr noch auf der Suche seid, was ist jetzt der richtige Handel für mich, sind es Optionen, sind es Futures, sind es Aktien, da kriegt ihr natürlich dort ganz, ganz gute Anregungen. Und meine allerersten Börsentrades habe ich natürlich auch aus Zeitschriften herausgenommen. Börse Online damals, spekulative Tipps, das war immer so meine Seite, die habe ich dann immer nachgehandelt. Jeder weiß, was rauskommt, wenn man nachhandelt. Mal hat es Erfolg, mal hat es keinen Erfolg, unterm Strich kommt da nichts raus, aber man kriegt eben so die ersten Ideen. Und man kann aus diesen Zeitschriften definitiv was lernen, wenn man es mit etwas Abstand betrachtet, wenn man also nicht erwartet, dass einem jetzt die Börsenzeitschrift den Weg zum schnellen Reichtum gibt, sondern wenn man sagt, okay, da gibt es Wissen, manchmal auch nur ganz, ganz kleine Details, ein, zwei Sätze und sagt, ah ja, genau, das würde ganz gut passen, oder man bekommt mal eine gute Idee. Wer beispielsweise jetzt eben immer mal nach Trends sucht, der ist beispielsweise mit dem Aktionär ganz gut aufgehoben, weil die sind in der Regel recht nah am Markt dran. Also das sind schon so Dinge, die ihr euch anschauen könnt. Aber bitte jetzt nicht erwarten, ich lese eine Börsenzeitschrift, handle da die Tipps nach und am Ende des Jahres habe ich 50% Gewinn gemacht. Das wird in der Regel nicht passieren. Nutzt also Börsenzeitschriften wirklich so als Infomedium, um zu lernen, um neue Blickwinkel zu bekommen, um selber auch vielleicht mal ein bisschen eine andere Sicht auf gewisse Dinge zu bekommen, um auch eigene Trading-Ideen zu überprüfen, ob die das genauso sehen oder nicht. Ihr müsst natürlich immer eins beachten, und das ist auch der Grund, warum ich nichts mehr oder irgendwann mal aufgehört habe, diese ganzen Dinge zu lesen. Ich lese auch keine Analysen mehr und nichts. Ihr müsst euch immer vorstellen, ihr habt eine Position am Markt und die habt ihr aus irgendeinem Grund am Markt. Also ihr habt zum Beispiel die Aktie, was weiß ich, ihr habt Tesla gekauft als Beispiel. So. Oder habt eine Optionsstrategie darauf geschrieben, wie auch immer. Und jetzt steht in einer Zeitschrift ein Artikel, der extrem negativ ist. So. Dann fängt es an, bei euch im Inneren ein bisschen zu arbeiten. Egal, ob ihr das wollt oder nicht, ihr werdet überprüfen, stimmt denn meine Idee noch so? Und diese ganzen negativen Dinge, die ihr da gelesen habt, die werden dann in euch reinkommen und ihr werdet unsicher mit euren eigenen Positionen werden. Und deswegen ist es oftmals gut, wenn ihr sagt, ich lasse sowas komplett weg, ich konzentriere mich auf meine eigenen Strategien, ich will von den anderen gar nichts mehr wissen, ich nehme es wirklich nur noch so als Unterhaltungsmedium und als nichts anderes. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Also bis dahin, Servus, macht's gut. Ciao, Servus.